So, da bin ich wieder zurück zu Skyrim. Und hier hat irgendwer Eisgeister getötet und eine Ziege. Ziegenbein. So, also ein schöner Singvogel, den hatten wir letzte Folge zum Schluss. Das war ganz angenehm als Outro. Bisschen kaputt, wer bist du? Ich habe nach euch gesucht. Ach, ich soll nach euch mir. Etwas liefern, ach, aber nur euch persönlich. Ja, dann rück raus. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Naja. Das war's dann wohl. Ich muss los. Bleib hier. Nein, tut mir leid. Nichts. Woher kannte er mich überhaupt? Aber gut, Schriftrollen? Schriftrollen? Nee, dann Bücher. Brief eines Freundes. Finde die Energiekelle in Knochenspitze. Barrels. Mit der Machtdemonstration eures Tuum in pfeifende Mine habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenbluts mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt. Himmelsrand. Was? Achso, Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Knochenspitze richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschießen kann. Hochachtungsvoll, euer Freund. Knochenspitze, okay. Aber ich habe doch da nur zweimal kurz geschrien. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Nein, tut mir leid. Nichts. Na gut, gehen wir hier mal rein. Frostiges Feuer. Es tut mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnt ihr gleich weitergehen. Was habt ihr getan? Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist. Ich habe sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Genau aus diesem Grund haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie. Sagt, dass die Akademie viele böse Dinge tut, aber die Magier, die... Du blödes Balk, jetzt habe ich nichts verstanden. Keine Überraschung ist. Wie viel von unserem Geld habt ihr heute ausgegeben, Rania? Ist noch was da oder ist alles weg? Wenn ich mich anschreien lassen wollte, wäre ich zu Hause geblieben. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ach, tut mir leid. Störe ich euch? Mache ich euch das Leben? Stab der Arkan Macht. Der sieht gut aus. Den nehme ich mit. Es tut mir voll leid, aber der musste mit. Hey du! Ihr Tier. Ja, alles, ja. Was gibt es? Alles klar? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Kalia hat mich geschickt. Kalia? Dann hat sie es endlich gefunden. Seid ihr sicher? Habt ihr Gallos Tagebuch? Ja. Aber es gibt ein Problem. Ein Problem? Lasst mal sehen. Ah, das sieht Gallos ähnlich. Ein guter Freund, aber immer schlauer als gut für ihn war. Er hat den ganzen Text in der Fallmeersprache geschrieben. Oh, okay. Könnt ihr das übersetzen? Nein. Aber ich mir gedacht. Kenne jemanden, der es vielleicht kann. Der Hofzauberer von Markart, Kalzelmo, hat vielleicht die Unterlagen, die ihr braucht, um das zu übersetzen. Eine kleine Warnung. Kalzelmo hütet seine Forschungen wie seinen eigenen Augapfel. Es wird nicht leicht sein, ihm die Informationen zu entlocken. Deshalb hat Gallus sein Tagebuch in der Falmar-Sprache geführt. Davon abgesehen, dass es nur eine Handvoll Leute in Tamriel gibt, die die Sprache auch nur erkennen. Ich bin ziemlich sicher, dass er einen Raubüberfall plante, für den eine gründliche Kenntnis der Fallmeersprache erforderlich war. Leider hatten wir nie die Gelegenheit, über die Einzelheiten zu sprechen. Woher hat er das Wissen, wie er sie anwenden kann? Ironischerweise habe ich ihn in dieselbe Richtung geschickt wie euch, nach Markart, zu Kalzelmo. Ich hoffe nur, dass das, was auch immer er benutzte, um die Sprache zu erlernen, euch immer noch zur Verfügung stehen wird. Hm.
Er war ein guter Freund von mir und ein überraschend gelehriger Schüler akademischer Themen. Ich war am Boden zerstört, als er getötet worden war. Dieses Risiko war bei seiner Arbeit wohl immer gegeben. Ich hätte nur nie gedacht, dass sein Glück einmal zu Ende gehen würde. Er war ein Forscher und dennoch hat er einen anderen Weg gewählt. Warum? Tja, nun, weil das natürlich aufregender war. Er hat uns klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass er sich mehr in seinem Element fühlte, wenn er durch ein Fenster kletterte, als wenn er seine Nase in einem staubigen Buch verkroch. Wie habt ihr ihn kennengelernt? Ah ja, das ist eigentlich eine recht amüsante Anekdote. Ich habe ihn tatsächlich bei dem Versuch erwischt, in mein Labor einzubrechen. Ich wollte ihn gerade dafür bestrafen, als er eine seltsam kenntnisreiche Bemerkung über meine Forschungsnotizen machte. Ich war überrascht und so ergab sich eine Unterhaltung. Wer hätte gedacht, dass sie zu einer so engen Freundschaft führen würde? Was genau ist ein Falmer? In der Zeit, bevor es Menschen gab, waren sie als Schneeelfen bekannt. Sie lebten im Sonnenlicht und bildeten eine wohlhabende Gemeinschaft. Sie glichen also eurem Volk. Hässlicher Spasti. Wie die Altmeer? Ja, ich würde sagen, dass die Schneeelfen uns kulturell durchaus das Wasser reichen konnten. Warum sind sie unter die Erde gegangen? In der ersten Ära zogen die Nord gegen die Falmeer in den Krieg. Sie töteten sie zu Tausenden, um sie aus ihrer schneereichen Heimat zu vertreiben. Die Falmeer zogen sich unter die Erdoberfläche zurück und schmiedeten ein wackeliges Bündnis mit den Zwergen, die sie schließlich verrieten. Dieser Verrat machte aus den Falmeer, was sie jetzt sind. Scheußliche, blinde Monstrositäten mit einem glühenden Hass auf alles außer auf ihre eigene Art. Klingt für mich so, als wären sie Opfer. Opfer? Ja, da habt ihr wohl recht. Vergebt mir. Ich habe mehrere enge Freunde an die Falmeer verloren und das verstellt mir ein wenig den Blick. Wenn ihr mehr über sie lernen wollt, könnt ihr gern mein Buch zu diesem Thema durchlesen. Es müsste auf meinem Tisch liegen. Okay. Kalzelmo ist so dickköpfig wie ein Maultier. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihm sprecht. Na, mal gucken. Ich habe gehört, dass Kori... Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Mit Anwärtern für die Akademie habe ich nichts mehr zu tun. Also braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Gut, dann frage ich noch nicht. Nun, dann kann er zu Hause essen und trinken, oder? Nee, ich gebe dir keinen aus. Also gut. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Viele Leute wohnen nicht mehr in Winterfeste. Also sagt einfach Bescheid, wenn ihr etwas essen oder trinken wollt. Bis zum nächsten Mal. Was ist denn das jetzt eigentlich für ein Stab, den ich hier... Waffe? Kreaturen und Personen bis zur Stufe 8 fliehen für 60 Sekunden aus dem Kampf. Aha. Cool. Den habe ich mal eben geklaut. Ich bin so ein Arsch. Ach, wie schön. Wo geht's denn jetzt hin? Wo geht's denn jetzt hin? Da geht's hin. Hier. Hier hinten. Hier ganz hinten. Ach du meine Güte. Horikstadt, Weißlauf. Oder wir gehen jetzt erstmal nach Windhelm und reden mal mit dem... Wie, ich hab Windhelm nicht entdeckt. Entfernen, dann gehe ich jetzt in die Stelle von Windhelm. Die habe ich nämlich entdeckt. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach Windhelm und reden mal mit Ulfric. Sturmmantel. Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Alter, es kann hier nicht so doll reinschneien. Und hier kann es erst recht nicht reinschneien. Da müsste man noch ein bisschen dran arbeiten hier. An Skyrim. So geht das nicht. Hübsch ist es ja.
Hier bist du? Achso, du warst die. Hey, aufpassen! Entschuldigung! Es ist kein Geheimnis, dass der Aretino-Junge irgendein Ritual abhält, um die dunkle Bruderschaft herbeizurufen. Aber wer soll ihn davon abhalten? Ich vielleicht? Ich hab... Mentheim ist die älteste Stadt von Himmeltraut und vielleicht sogar die älteste Menschenstadt des ganzen Kontinents. Und hier sind die Nord. Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg, verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey, vielleicht helfen diese Grauhäute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Nö. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Sah aus, als hätten diese Nord euch behelligt. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei Weitem der Schlimmste. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Warum sollte man euch für einen Spion halten? Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen. Auch die Argonier haben sie im Visier. Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwillig. Mensch. Mhm. Was haben wir hier? Haus Kerzenschein. Nee, will ich nicht. Ich will in die Stadt. Ich war einer der besten Soldaten der Sturmmantelarmee, bis man mir ein Schwert durch die Brust gerammt hat. Jetzt nicht mehr? Wie hat man das damals eigentlich überlebt, ey? Sieht ja nicht so cool aus hier. Palast. Der König etwas entdeckt. Zu essen oder ein warmes Bett findet ihr im Haus Kerzenschein. Palast der Könige. Balgruuf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Die Sturmmäntel sind im ganzen Reich. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißel auf stark. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft, meint ihr nicht? Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen? Bald. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torik getan habt. Torik war nur eine Botschaft für die anderen Jarl. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen.
Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute, in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren. Aber sie als Verbrecher brandmarkt, weil sie selbst regieren wollen. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Your life. Hi. Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Kenne ich euch? Ich war ein Helgen. Ah, ja. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Ich habe Ralof bei der Flucht geholfen. Er hat mir gesagt, er würde für mich bürgen. Ralof lebt? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Mann. Aber er ist noch nicht zurückgekehrt, also muss ich auf seinen Bericht warten. Sprecht derweil mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Finde ich gut. Ja. Bin ich fertig. Er wird eure Tauglichkeit prüfen und entscheiden, wo wir euch am besten einsetzen können. In Helgen heißt es, ihr hättet den König totgeschrien. Das ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Jeder Nord kann von den Graubärten den Weg der Stimme erlernen, wenn er genug Ehrgeiz und Hingabe besitzt. Dass ich Torik zu Boden schreien konnte, beweist, dass er keines von beiden besaß. Doch getötet hat ihn mein Schwert, das sein Herz durchbohrte. Warum habt ihr den Großkönig getötet? Ich habe Torik getötet, um zu zeigen, in welcher erbärmlichen Lage wir uns befinden. Wie soll der Großkönig den Himmelsrand schützen, wenn er nicht einmal sich selbst verteidigen kann? Was ist mit seiner Witwe? Erhebt sie keinen Anspruch auf den Thron? Ja, Elisef ist jetzt Jarl von Einsamkeit. Seit eh und je praktischerweise der Sitz des Großkönigs, gestützt von kaiserlichen Interessen. Aber die Volksversammlung hat sie noch nicht zur Großkönigin ernannt. Und das wird sie auch nicht. Nicht solange ich dabei etwas zu sagen habe. Habt ihr den Wunsch, Großkönig zu werden? In Himmelsrand hat es schon seit Generationen keinen echten Großkönig mehr gegeben. Zu lange schon wurden die Großkönige vom Kaiserreich auserwählt und fanden sogar begeisterte Zustimmung der milchtrinkenden Jarl, die der Gier nach dem kaiserlichen Gold verfallen waren. Es ist an der Zeit, dass wir einen echten Großkönig bekommen. Einen, den wir uns selbst ausgesucht haben. Wie seid ihr der Jarl von Ostmarsch geworden? Es bedeutet, dass ihr das Blut der Drachen, die alten... Oh, das war... Mann, das wollte ich gar nicht wissen. ...die Drachen zurückkehren und nun ein Drachenblut... Mein Vater, der große Bär der Ostmarsch, ist während meiner Gefangenschaft nach dem Markart-Vorfall gestorben. Ich, sein Sohn, war gezwungen, seine Grabrede mit Hilfe eines Briefes zu halten,
den ich aus dem Gefängnis geschmuggelt hatte. So sehr liebt Titus Mede seine Untertanen. Als ich endlich freigelassen wurde, kehrte ich nach Windhelm zurück und traf eine Stadt in Trauer an, eins mit meinem Kummer und Zorn. Unter zornigen Rufen nach Gerechtigkeit und nach Krieg setzte mein Volk mich auf den Thron. Der Thron von Isgramor. Der Thron meines Vaters. Ich hoffe nur, dass ich mich der Ehre würdig erweisen kann. Okay, das war's. Wacht über euren Bruder und er wird über euch wachen. Okay. Jetzt beende ich die Folge. Neuigkeiten von Hochfels. Kein Mucks. In der nächsten Folge werden wir hier mal ein bisschen weitermachen. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es wird hier ein bisschen gesprächslastiger, aber wir kommen in der Story voran. Also, bis dahin. Tschüss.